Wir sehen heute eine Erholung an der Wall Street, aber es gibt zwei Gründe, warum die Kuh noch lange nicht vom Eis ist. Der erste ist wichtig, aber nicht entscheidend, und der zweite ist absolut entscheidend. Was ich damit meine, dazu gleich mehr. Kurzum, es war heute so, dass die Renditen gefallen sind, und fallende Renditen heißt steigende Aktienkurse. Gestern haben wir deutlich steigende Renditen gesehen, das haben wir sogar heute Vormittag noch gesehen, die 10-jährige US-Staatsanleihe fast auf die 4,9% gestiegen, also US-Futures und europäische Aktienmärkte nach unten, aber dann kamen Zahlen aus den USA, und die haben das Spiel ein bisschen gedreht, haben aus einem sehr überverkauften Zustand der US-Aktienmärkte eine Rallye gezaubert. Jetzt sehe ich schon wieder Kommentare auf meine Videos oder auf mein Video von heute Morgen, ja, sei doch alles zu pessimistisch, es geht doch jetzt wieder nach oben. Gucken wir mal. Ich will nicht ausschließen, dass es nach oben geht, aber dazu muss etwas passieren. Dazu brauchen wir einen Game Changer, damit wir eine nachhaltigere Rallye sehen. Und diesen Game Changer sehe ich erstmal nicht. Oft ist es ja so, dass uns der Himmel auf den Kopf fällt, aus heiterem Himmel gewissermaßen, aber bisher ist das eben nicht in Sichtweite. Das ist die Logik, die wir an den Märkten seit Mitte Juli etwa wieder haben. Nämlich, wenn die Renditen steigen, dann fällt der Nasdaq. Hier sehen wir die 10-jährige Anleiherendite invertiert, also genau andersrum, würde der Bayer sagen. Und da sehen wir den Nasdaq, also vor allem die Tech-Aktien, die am sensibelsten auf diese Renditen reagieren. Gestern steigende Renditen, ergo Nasdaq der schwächste Index, heute fallende Renditen, ergo heute der Nasdaq der stärkste Index. Und das war auch vorher schon lange so, bis März, als die US-Bankenkrise kam, dann gab es diese massive Entkoppelung zwischen Nasdaq und Renditen. Seit Mitte Juli jetzt haben wir gesehen, dass diese Kongruenz wieder der Fall ist, und heute haben wir fallende Renditen gesehen, nachdem der ADP-Arbeitsmarktbericht schwächer ausgefallen ist als erwartet. Es waren nur 89.000 Stellen, also neue Stellen statt 150.000 erwartete Stellen. Man sprach auch davon, dass das Lohnwachstum abnimmt, also die Steigerung der Löhne praktisch niedriger ist. Okay, das Problem, und das ist der erste Grund, wichtig, aber nicht entscheidend. Das Problem ist, dass eben dieser ADP-Arbeitsmarktbericht einen relativ schlechten Track Record hat, was die Prognose für die wirklich wichtigen, entscheidenden US-Arbeitsmarktdaten angeht, nämlich die Non-Farm Payrolls. Die kommen am Freitag. Die Goldmänner von Goldman Sachs sagen jetzt, naja, wir sehen jetzt nicht oder legen nicht zu viel Gewicht auf die geringere Zahl neuer Stellen hier in diesem ADP, weil schlichtweg die Prognosefähigkeit des ADP für die großen US-Arbeitsmarktdaten zuletzt nicht wirklich gut war. Aber es hat dazu geführt, dass wir dann von fast 4,9% runter sind auf 4,74%. Hier sehen wir mal die US-Indizes, vor allem der Nasdaq stark, also die Tech-Werte Small Caps deutlich schwächer wieder mal. Also diese Rallye wird wieder angetrieben von den großen Aktien, von den großen Tech-Aktien genauer gesagt. Wir waren sehr, sehr überverkauft. Die Aktien unter ihrem 50-Tages-Durchschnitt oder die Prozentzahl, die letztendlich noch drüber handelt, über diesen 50-Tages-Durchschnitt, so gering wie seit 2022 nicht mehr, nämlich den Boden, den wir damals gesehen haben. Breath is extremely low. Jetzt ist die Frage, wie wird sich die ganze Geschichte weiterentwickeln? Die Märkte haben dann auch noch mal ein bisschen verschnupft reagiert auf den ISM-Dienstleistungsindex. Der ist zwar genauso ausgefallen wie erwartet, nämlich 53,6, aber, und das ist das eigentlich Entscheidende, die Prices Paid, also die bezahlten Preise mit 58,9, nach wie vor sehr hoch, genauso wie im Vormonat. Alles über 50 heißt, steigt weiter, alles unter 50 heißt, schrumpft im Vergleich zum Vormonat. Wir sehen also, die Preise, die steigen ungebrochen weiter, und das ist das Bild, das wir heute Morgen, heute Vormittag gesehen haben. Die 10-jährige deutsche Staatsanleihe, die Benchmark schlechthin für den europäischen Anleihenmarkt, das erste Mal seit 2011 auf 3% gestiegen, und ähnlich wichtig die 30-jährige US-Staatsanleihe, das erste Mal seit 5,7 Millionen Jahren etwa auf die 5%-Marke gestiegen oder sogar leicht darüber. Das war das Bild. Und jetzt kommt die zweite entscheidende Voraussetzung dafür, dass
dass die Aktienmärkte nachhaltig steigen können, weil die Renditen nachhaltig fallen. Und das wäre, dass das eigentliche Problem ja nicht die Daten sind, so wie heute ADP, schwächer als erwartet, hurra. Also die Polen, die müssen sich möglichst große Arbeitslosigkeit wünschen, das nur nebenbei gesagt, ja, aber es ist schlichtweg so, dass wir derzeit in den steigenden Renditen ja ein Misstrauensvotum sehen gegenüber der Schuldenkrise der USA, die jetzt wahrscheinlich nochmal eskalieren kann, deshalb, weil die Republikaner einen Bürgerkrieg führen, wenn man so will, also das Abgeordnetenhaus in den USA wahrscheinlich entscheidungsunfähig bleiben wird für einige Zeit. Die Frage ist, wie lange, aber solange eben diese nicht nachhaltige Verschuldungspolitik, die hier der Fall ist, nicht weggeht, solange werden wir das Problem haben, dass latent die Renditen steigen. Hier sagt er zum Beispiel ein Analysehaus, ja, wir erwarten, dass die Renditen überschießen 5 bis 5,5%. Der nächste charttechnische Widerstand bei der 10-jährigen Anleiherendite wäre 5,28% um den Dreh. Jedenfalls, wir werden, wenn es so weitergeht, würden wir eine Verschuldung des Staates von 70 Billionen Dollar sehen am Ende diesen Jahrzehnts. Ohnehin die Amerikaner, insgesamt Firmen, Konsumenten plus Staat sind mit etwa 100 Billionen verschuldet, das muss man sich mal vorstellen. Jetzt ist die Finanzierungsfrage eben enorm wichtig. Wir werden immer mehr sehen, dass eben die Zinskosten für die Amerikaner steigen. Gut, da kann die Fed vielleicht die Zinsen senken, aber das kann sie nur, wenn wirklich dann die Inflation nicht mehr so krass ist, wie sie derzeit. Wir sehen, dass wahrscheinlich die Steuereinnahmen auch jetzt nicht unbedingt steigen werden. Das sind die Sünden der Vergangenheit ein Stück weit, aber wir sehen auf jeden Fall, dass jetzt eben die Zinsausgaben jetzt praktisch schon so hoch sind wie die gesamten Ausgaben für Militär in den USA, und die Amerikaner sind ja weit, weit, weit voran, was die Militärausgaben betrifft. Kürzlich hatten die USA an einem Tag Neuschulden von 275 Milliarden Dollar aufgenommen. Und jetzt sehen wir Probleme bei anderen, etwa den Chinesen, die ja versuchen, ihren Yuan zu stützen. Das tun sie, indem sie vor allem US-Staatsanleihen verkaufen. Das geht ungebrochen weiter. Die müssen ja Dollars generieren, um dann eben Dollars verkaufen zu können, um damit Yuan kaufen zu können. Also auch das ist ein weiteres Problem, und ein Problem dann auch für die Aktienmärkte insgesamt, für die Banken insgesamt ist in den USA, dass du eben mit T-Bills, also mit kurzlaufenden US-Staatsanleihen, zum Beispiel 3 Monate, kriegst du 5,5% Yield und hast allerdings damit deutlich mehr als die Dividendenrendite etwa bei S&P 500 Aktien. Das ist also ein Mismatch. Und das gilt vor allem dann, wenn die Wirtschaft schwächer werden sollte, und das deutet sich jetzt an. Die Citigroup, die ja über sehr viele Kreditkartendaten verfügt, sagte, September sehen wir extrem schwache Umsätze, Einzelhandelsumsätze, minus 10,8% zum Vorjahresmonat. Also wir sehen, dass im September der Konsum wahrscheinlich deutlich nach unten gegangen ist. Warum? Weil wahrscheinlich eben die Leute sich vorbereitet haben, gespart haben, weil viele eben die Student Loans ab 1. Oktober wieder zurückzahlen müssen, und insgesamt ist es eben so, dass diese gestiegenen Kosten für Geld natürlich Spuren hinterlassen. Man spricht hier bei Nomura von einem Tightening-Shock, und der würde die Märkte näher an ein Come-to-Jesus-Moment rücken, was auch immer damit gemeint ist, also ein Moment der Wahrheit. You're really starting to mess with the cost of money, also der Preis für Geld, der ist ein entscheidender Punkt, und das war auch in der Vergangenheit so, wie 1987. Jetzt hat sich hier Steve Sosnick, ein Veteran von Interactive Brokers, der gesagt hat, als wir 87 begonnen haben mit unserem Business, dieser wirklich sehr anständige Broker, wie ich finde, waren die Bonds eben auch in einer ähnlichen Situation. Man hat gesehen damals, wie eben die Anleiherenditen sehr schnell, sehr stark gestiegen sind. Und eben das passiert jetzt auch. Damit will ich nicht sagen, dass jetzt Ähnliches passiert wie 1987, aber es ist natürlich schon ein gewisses, wie soll man sagen, ja, Schockpotenzial vorhanden, wenn die Dinge mal aus dem Ruder laufen. Hier nochmal diese Grafik, die ich heute Morgen schon gezeigt habe, sehr ähnliche Chartstruktur zwischen links 1987 und rechts
2023, wie gesagt, die Dinge wiederholen sich nicht, aber manchmal reimen sie sich eben. Darauf sollte man durchaus achten. Und einer der Punkte, wir hatten ja jetzt kürzlich Gruppen 6, die gesagt haben, Mensch, die großen Tech-Aktien sind so billig, zum Beispiel Apple. So, jetzt hat KeyBank Apple abgestuft. Gleichzeitig hat Tim Cook geplanterweise 41 Millionen oder 87 Millionen Dollar erlöst mit dem Verkauf eigener Aktien. Aber es ist eben wahrscheinlich so, dass das Geschäft von Apple auch jetzt zuletzt nicht besonders gut war. Die Leute halten das Geld eher zusammen. Dementsprechend werden wir sehen, wie die Zahlen reinkommen. Ende nächster Woche beginnt ja mit den US-Banken die Berichtssaison. Aber da ist schlichtweg ein Unternehmen mit Apple, dessen Umsätze ja fallen, aber dessen Bewertung weiter gestiegen ist. Pardon. Hier sehen wir nochmal das, was jetzt im Ölbereich passiert, war ja auch wichtig. Wir sehen heute den Ölpreis sehr stark fallen, dazu gleich mehr. Javier Blas sagt, ich glaube nicht an Verschwörungstheorien, aber hier könnte eine sein. Saudi-Arabien versucht den Preis auf 100 Dollar nach oben zu pushen und dadurch die US-Kredit- oder die Kapitalmarktzinsen nach oben zu bringen. Das wiederum würde die erneuerbaren Energien mehr oder weniger unfinanzierbar machen. Mal sehen, die Amerikaner selber haben nicht mehr allzu viele Ölreserven. Für 17 Tage würde das noch reichen. Heute haben die Saudis und Russland nochmal bekräftigt, dass man also bis Jahresende die Angebotsverknappung aufrechterhalten will. Es hat nicht geholfen, der Ölpreis ist etwa 4,5% gefallen. Also da hat es nach den Anstiegen mal wieder ein bisschen gekracht. Jetzt kommen wir nach Deutschland. Energiewende 3.0, wieder Javier Blas von Bloomberg. Wir werden, das hat heute das Bundeskabinett beschlossen, jetzt wieder Kohle nach oben fahren. Das ist natürlich super. Das wird unsere CO2-Bilanz nachhaltig verbessern. Vorsorgliches Absicherungsinstrument für den kommenden Winter. Ja, das macht Sinn. Kohle ist ja besonders sauber. Jetzt kommt noch dazu die EU, nämlich es gibt eine Abgabe ja auf Kohlendioxid. Deutsche Firmen müssen nun ermitteln, wie viele Emissionen ihre Lieferanten auf der Welt verursachen. Und hier sagt ein Manager, das ist immens aufwendig. Also man hat das Gefühl, die sind so fixiert auf ihre Ideologie, dass sie letztendlich alles tun, damit unsere Wirtschaft auch wirklich mit Sicherheit gegen die Wand fährt. Und das ist eigentlich gar nicht mehr nötig. Wir sehen heute Maschinenbaudaten, sehr, sehr schwache Nachfrage aus dem Ausland, aus dem Inland. Also es hakt schon überall und der Maschinenbau ist ja letztendlich unsere Paradedisziplin hier in Deutschland gewesen. Neben der Autoindustrie, und wenn es da bergab geht, dann hat das Folgewirkungen. Hans-Werner Sinn hat das heute oder hat das gestern genauer gesagt in einem Interview bei Mission Money mal genau auf den Punkt gebracht, was das eigentlich bedeutet, wie sehr sozusagen die Dinge hier eigentlich falsch laufen. Es hilft uns ja nicht, wenn wir asketisch einen sauberen Himmel über Berlin hätten, wobei der auch nur deswegen sauber ist, weil der Dreck bei den anderen ist, die dann etwa schmutzige Sachen abbauen, um dann wunderbare Elektromotoren zu bauen, die natürlich hier dann keine Emissionen haben, aber eben woanders entstehen die Folgewirkungen. Es macht eben auch keinen Sinn, wenn wir hergehen und sagen, okay, wir sind diejenigen, die das Klima retten, die anderen sehen das offenkundig anders. China etwa baut Kohlekraftwerke, baut auch Atomkraftwerke, baut eben auch grüne Energien, hat also einen Energiemix. Vielleicht wäre das ein Weg, den wir auch gehen sollten. Mehr Innovation statt eben Ideologie, das bringt Hans-Werner Sinn, wie ich finde, hervorragend auf den Punkt. Unbedingt anschauen, aus meiner Sicht sehr, sehr wichtig. Erste Empfehlung und zweite Empfehlung. Wann kommt das Kreditereignis? Diese gestiegenen Kapitalmarktzinsen werden irgendwann einen Unfall verursachen müssen. Dieser Unfall ist vielleicht nicht mehr allzu weit. Wir werden sehen, das würde dann diese 87er Analogie vielleicht nochmal interessanter machen. However, das ist das, was sozusagen jetzt das Entscheidende ist. Die Renditen. Das definiert auch das, ob die Aktienmärkte nachhaltiger steigen oder ob wir heute nur ein Bounce aus einem überverkauften Zustand gesehen haben, der sich dann als Dead Cat Bounce entpuppen wird. Also diese zwei Empfehlungen. Ich sage jetzt Servus, ciao.